nichts wird, gibt es bestimmt niemanden, der sich schuldig bekennt. So viel von Plus Minus vom NDR aus Hamburg. Das nächste Wirtschaftsmagazin, verehrte Zuschauer, bestreiten unsere Kollegen von Köln vom WDR. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Guten Abend, meine Damen und Herren. Alle reden vom Winter, wir auch. Bilder aus der DDR, aus dem Ostseehafen Rostock. Auch hier sind Eisbrecher unterwegs. Die schneidende Kälte ist zurzeit gesamtdeutsch rein meteorologisch. Auch der Hafen von Stralsund liegt unter Schnee, aber er ist offen. Die DDR-Nachrichtenagentur ADN berichtet von erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr und von Schneeverwehungen von bis zu 5 Metern in den südlichen Bezirken des Landes. Bilder aus Oberfranken. Hier arbeiten sich Räumfahrzeuge durch die bis zu 3 Meter hohen Schneemassen, die inzwischen hart wie Beton gefroren sind. Besonders schlimm war die Situation in Cham in der Oberpfalz. Obwohl hier Schneepflüge und Fräsen seit gestern Abend ohne Pause in Betrieb sind, blieben viele Straßen unpassierbar. 1500 Bundeswehrsoldaten helfen, die schwersten Schneefälle seit 20 Jahren zu räumen. 15 Kilometer lang war der LKW-Stau auf der Autobahn Hassel-Hersfeld, heute Morgen nach der kältesten Nacht des Winters. Zu Hunderten waren die Laster auf den Steigungsstrecken stecken geblieben. Viele Fahrer übernachteten in ihren Fahrzeugen. Was die Kälte noch brachte, auf dem Maschsee befreite die Feuerwehr eingefrorene Schwäne. In Vechta missglückte die Flucht eines Gefangenen, weil das Auto seines Komplizen nicht ansprang. Und überall werden weniger Strafzettel geschrieben, weil die Polizisten die Kugelschreiber einfrieren. Am Wochenende soll sich alles entspannen. Mal sehen. Freitagabend, Bericht aus Bonn, unsere Themen. Belastung. Bauern sorgen nach der Aufwertung. Wettlauf. Entspannungspolitik im Wahlkampf. Reizstoff. Sind Umweltsorgen auch Wählerfragen? Twitter. Auch beim grünen Wahlkampf Richtungsstreit. Misstrauisch sind sie, meine Damen und Herren, die Bauern hierzulande und bleiben es nach der D-Mark-Aufwertung erst recht. Wird es sie im Aufwertungsland Bundesrepublik erneut erwischen? Was kann, was will die Regierung für sie tun? Da gibt es den Brüsseler Grenzausgleich, ein ungeheuer kompliziertes System von Stützen und von Hilfen. Die Landwirte fordern politische Vorsorge. Belastung, ein Bericht von Rolf-Dieter Kause. Wo die Grenze ihrer Zufriedenheit liegt, für die deutschen Bauern ist das klar. Genau da, wo die Grenze zwischen der Bundesrepublik und ihren Nachbarn in der Europäischen Gemeinschaft verläuft. Im Zorn über Wettbewerbsverzerrungen ihrer ausländischen Konkurrenz blockierten sie vergangene Woche einen Grenzübergang im Münsterland. Heute wiederholten sie die Aktion. Doch so richtig schrillten die Alarmglocken der Bauern, als am vergangenen Wochenende in Brüssel die Aufwertung der D-Mark beschlossen wurde. Denn die Aufwertung der Mark bedeutet, dass die deutschen Bauern entweder im Wettbewerb mit ihren ausländischen Kollegen oder aber bei der Entwicklung ihrer Einkommen Nachteile haben. Es sei denn, dass die durch die Wechselkursveränderung entstandenen Ungleichgewichte durch sogenannte Grenzausgleichsabgaben wieder wettgemacht werden. Als Finanzminister Stoltenberg am Montag in Bonn die von ihm mitbeschlossene D-Mark-Aufwertung erläuterte, versuchte er denn auch zu beruhigen. Um Nachteile für die deutschen Bauern bei künftigen Brüsseler Preisverhandlungen zu vermeiden, habe sich die Bundesregierung massiv für ein Vetorecht eingesetzt.
Das erzielte Ergebnis, das im Kommuniqué, im Beschluss seinen Niederschlag findet, gewährleistet, dass jetzt anstehende Beschlüsse nicht gegen die Bundesregierung getroffen werden können. Das dennoch tiefsitzende Misstrauen der Bauern versuchte einen Tag später am selben Ort auch der Bundeskanzler zu zerstreuen. Nach all dem, was ich ja oft genug in den letzten Wochen betont habe, was unsere Bauern hinnehmen mussten, was sie als zusätzliche Belastung für den richtigen Weg der europäischen Integration geleistet haben, erscheint es mir ganz selbstverständlich, dass die deutsche Politik, die deutsche Bundesregierung und auch ich selbst uns als Sachwalter auch der Bauern verstehen und mit entsprechender Entschiedenheit die Interessen auch bei den Brüsseler Verhandlungen vertreten werden. Doch im Haus des Deutschen Bauernverbandes stößt die Ansicht der Bundesregierung, die D-Mark-Aufwertung habe keine Folgen für die Bauern, auf Skepsis. Für etwa 40% der deutschen Agrarproduktion gebe es ohnehin keinen Grenzausgleich und damit Wettbewerbsnachteile. Und auch Stoltenbergs Veto-Klausel beruhigt den Währungsexperten des Bauernverbandes nicht. Wir sind nicht damit zufrieden, denn gerade in einem der zurzeit kritischsten Sektoren bei Schweinefleisch gegenüber Frankreich interpretieren die Franzosen diese Klausel nun so, dass sie damit verhindern können, dass der ausgesetzte Währungsausgleich wieder eingeführt wird, während die Bundesregierung diese Klausel benutzen will, um die Wiedereinführung des Grenzausgleichs durchzusetzen. So dass sich diese Klausel jetzt also gegen sie kehrt? Sie kehrt sich aller Voraussicht nach gegen uns. Denn schon in dieser Woche deutete sich an, dass Frankreich die jetzt fälligen Ausgleichsmaßnahmen durchlöchern will, bevor sie eingeführt werden. Mit besorgten Fernschreiben wandte sich der Bauernverband an Stoltenberg und Landwirtschaftsminister Kichle. Aber nicht nur der Bauernverband zweifelt an der Bonner Darstellung. Liberaler Wahlkampf im niederrheinischen Wesel. Zahlreiche Landwirte hören zu, als Graf Lambsdorff ihnen die Folgen der Aufwertung für ihre Einkommen vorrechnet. Dass Stoltenbergs Klausel da schütze, mag er kaum glauben. Ich habe meine großen Zweifel und ich fürchte, dass hier nicht so verhandelt worden ist, wie es der ohnehin bedrängten Situation der deutschen Landwirtschaft entsprochen hätte. Dass die Bauern das genauso sehen, muss vor allem Landwirtschaftsminister Ignaz Kichle fürchten. Der Wahlkampf führt ihn gestern auf einen kleinen Aussiedlerhof in der Nähe Bonns. Er weiß, dass die nächsten Preisverhandlungen im März nicht leicht werden, weil die Franzosen dann den Abbau des gerade erst entstandenen Grenzausgleichs fordern werden. Aber tapfer weist er da zunächst alle Zugeständnisse von sich. Im Moment kommt das überhaupt nicht in Frage. Bei den nächsten Preisverhandlungen wird man sehen. Aus unserer Sicht, und so wie es jetzt ist, nein. Wann dann? Es ist möglich, dass es im Kompromissverfahren, dass wir zum Beispiel bestimmte andere Wünsche haben und dass man in diesem Fall dann aufeinander zugehen muss. Ich will das nicht ausschließen. Ein Kompromiss würde Stoltenbergs Schutzklausel allerdings wertlos machen. Aber das wäre nach der Wahl. Erst dann werden die Bauern wissen, was sie wirklich in der Hand haben. Noch jedenfalls nichts. Aus Hamburg, Nachrichten des Tages. ÖTV fordert 6%. Die Große Tarifkommission der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr beschloss heute in Stuttgart, mit einer reinen Lohnforderung in die Tarifverhandlungen zu gehen. Sie verlangt 6% mehr Gehalt für die 2,3 Millionen Arbeiter und Angestellten bei Bund, Ländern und Gemeinden. Die DGB-Gewerkschaften bei der Post, der Bahn und der Polizei haben sich der Forderung angeschlossen. Bundesinnenminister Zimmermann bezeichnete die Forderung der Gewerkschaften als unrealistisch, weil sie für den gesamten öffentlichen Dienst Mehrkosten in Höhe von 40,5 Milliarden Mark bedeuten würden. Aktionstag. Mehr als 70.000 Arbeitnehmer der Stahlindustrie folgten dem Aufruf der IG Metall und demonstrierten für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Hier in Duisburg auf der zentralen Kundgebung wies IG Metall-Chef Steinkühler darauf hin, dass binnen eines Jahres 10.000 Arbeitsplätze in der Stahlindustrie verloren gegangen seien. Steinkühler forderte die Verstaatlichung der Stahlkonzerne. Nur so könne die Zukunft der Branche gesichert werden. Demonstrationen und Kundgebungen gab es an 25 Orten der Bundesrepublik. Dollar gefestigt. Der Sturz der amerikanischen Währung ist an den Devisenmärkten heute abgebremst worden. Der amtliche Mittelwert wurde in Frankfurt auf 1,8488 Mark festgesetzt, gut einen Pfennig mehr als gestern. Nach Börsenschluss fiel der Kurs allerdings wieder etwas. Neujahrsempfang.
DDR-Staats- und Parteichef Honecker erklärte vor dem in Ost-Berlin akkreditierten diplomatischen Korps, sein Land wolle weiterhin seinen Beitrag für normale und berechenbare internationale Beziehungen leisten. Für die Bundesrepublik überbrachte deren ständiger Vertreter Bräutigam Grüße und die Hoffnung auf ein gutes Jahr 1987 auch in den beiderseitigen Beziehungen. Bräutigam bezeichnete sein kurzes Gespräch mit Honecker als sachlich, freundlich und ohne irgendwelche polemischen Akzente. Parteichef zurückgetreten. Der bisherige Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Hu Yaobang, ein langjähriger Weggefährte des starken Mannes in China, Deng, ist zurückgetreten. Ihm wird die Verantwortung für die innenpolitische Krise in China angelastet, die durch die Studentenunruhen ausgelöst worden ist. Westliche Beobachter sehen in dem Rücktritt auch eine Niederlage Deng Xiaopings, der offenbar mit der Opferung Hus seine Reformpolitik retten will. Präsident entführt. Der Staatspräsident des südamerikanischen Staates Ecuador, Febres Cordero, ist heute in der Nähe der Hafenstadt Guayaquil von rebellierenden Offizieren entführt worden. Die Rebellen verlangen die Freilassung des früheren Luftwaffenchefs Vargas, der im Frühjahr vergangenen Jahres einen vergeblichen Putschversuch unternommen hatte. Sie versicherten, das demokratische System in Ecuador nicht stürzen zu wollen. Inzwischen hat in der Hauptstadt Quito der Vizepräsident des Landes die Staatsgeschäfte übernommen. Freispruch gefordert. Im Drogenprozess gegen den 24-jährigen Frank Förster vor einem malaysischen Gericht in Georgetown hat die Verteidigung heute erklärt, es gebe keine ausreichenden Beweise gegen den Angeklagten. Zuvor hatte das Gericht die eidesstattlichen Erklärungen zweier Zeugen als zulässig bezeichnet, in denen diese Zeugen versichern, das bei Förster gefundene Haschisch habe ihnen gehört. Das Urteil wird am Mittwoch gefällt. Am Ende stand die Selbstkritik. Chinas Parteichef Hu Yaobang muss gehen. Für die Krise, die Studenten auslösten, hat man in Peking den Verantwortlichen ausgemacht. Ein Kommentar von Wolfgang Klein vom Westdeutschen Rundfunk. Ich sage nur China, China, China. Mit diesem diffusen Ausruf hat einst Silberzunge Kiesinger, der Kanzler der Großen Koalition, Kabarettgeschichte mitgeschrieben. Das war in den 60er Jahren. China, China, China. Es sind in der Tat drei Fragen, die mir am heutigen Abend am wichtigsten erscheinen. Zum einen, ist der Rücktritt von Parteichef Hu eine Niederlage für die graue Eminenz im chinesischen Hintergrund, für Deng Xiaoping und seinen Reformkurs? Die Antwort ist ein klares Jein. Vordergründig ist der Amtsverzicht des alten Weggefährten sicherlich alles andere als ein Erfolg für Deng Xiaoping. Doch Hu bleibt Mitglied des obersten Parteizirkels. Er stürzt also nicht tief, sondern fällt eher weich. Und vor allem, der Nachfolger, der bisherige Ministerpräsident Zhao Jiang, ist ebenfalls ein entschiedener, vielleicht sogar profilierterer Gefolgsmann Deng Xiaopings. Ein listiger Schachzug. Deng hat den orthodoxen, den konservativen Gegnern in der Partei einen Sündenbock als Schlachtopfer auf den Altar gelegt, doch an der Reformpolitik, das zeigt die neue Besetzung, und das ist im Protokoll der Sitzung von heute ausdrücklich festgehalten, an der Reformpolitik wird sich wohl nichts ändern. Und damit sind gleich zwei Fragen beantwortet. Der Rücktritt Hus ist keine wirkliche Niederlage für Deng Xiaoping. Der Reformkurs geht weiter. Aber Frage 3, in welche Richtung? Der Befreiungsschlag vom heutigen Tage ändert ja nichts am grundsätzlichen Problem. Je erfolgreicher die wirtschaftlichen Reformen verlaufen, je stärker sich China damit westlichen Einflüssen öffnet, desto sicherer wachsen Eliten heran, die sich von der Partei den Mund nicht verbieten und das Denken nicht abnehmen lassen wollen. Die demokratische Diktatur des Volkes, das ist eines der heiligen Herrschaftsprinzipien Dengs. Sie ist ein Widerspruch in sich. Demokratie oder Herrschaft der Partei? Über kurz oder lang wird sich diese Frage wieder mit voller Kraft stellen. Welchen Weg will China einschlagen? Und für diese wichtigste Frage haben die politischen Entscheidungen des heutigen Tages keine Antwort gebracht. Ein Kommentar von Wolfgang Klein. Die Entspannungspolitik im Wahlkampf, vordergründig geht es um Kontinuität und um Urheberrechte, um letztere ficht die SPD. Und die Koalitionsparteien, sie konkurrieren um Prozente im gemeinsamen Lager. Die Entspannungspolitik als Vehikel, Wahlkampf in diesen Tagen. Wettlauf, Sven Kunze und Werner Sonne berichten. Überfüllte Hallen, feuchte Luft, laute Musik und kaum Raum, um durchzukommen. Spitzenpolitiker finden zurzeit überall die gleiche Atmosphäre vor. Der Architekt der Entspannungspolitik kämpft sich an seinen Anhängern vorbei.
Eindringlich will er seine Nachfolger im Amt beschwören, sein Erbe nicht zu verschleudern und die Kontinuität seiner Politik einklagen. Nicht nur Strauß und die CSU, auch die, die man die Stalin-Gruppe in der CDU nennt, die sagen, es müsse Schluss sein mit, wie sie es nennen, der Entspannungspolitik der 70er Jahre. Unterschiedliche Konzeptionen zur Außenpolitik, ein klassisches Streitthema zwischen Regierung und Opposition, nicht jedoch in diesem Wahlkampf. Denn in der Koalition selbst ist das Thema Entspannungspolitik zum Konfliktstoff geworden. Und keiner freut sich so darüber wie Hans-Dietrich Genscher. Gibt ihm das doch die Möglichkeit,